Ich möchte euch das hier zeigen. Das hier, das ist eine Selfie-Drohne bzw. eine selbstfliegende Kamera. Die gibt es sowohl in Farbe Schwarz als auch in Farbe Weiß. Ich habe die in Weiß gewählt. Und ich kann das Ding für Tracking-Touren oder Wanderungen, wo man so wenig Gewicht wie möglich dabei haben möchte, empfehlen. Weil das wiegt nur 125 Gramm, also man spürt gar nichts vom Gewicht. Und zusammenklappbar ist das nur handflächengroß. Das ist richtig geil, das passt in jeden Rucksack drin. Anders wie bei einer typischen Drohne hat es keine Fernbedienung und ein Smartphone muss nicht zwingend verbunden sein. Die Drohne startet per Knopfdruck von der Hand aus und ist mit 6 Modis ausgestattet. Einmal den Hover-Modus, worin die Drohne auf einer Stelle stehen bleibt, aber die Kamera einem verfolgt. Das heißt, wenn man um die Drohne herumläuft, dreht sich die Kamera mit einem mit. Dann den Follow-Modus, worin die Drohne einem verfolgt. Dann den Orbit-Modus, worin die Drohne eine 360-Grad-Drehung um einen herum macht. Dann den Zoom-Out-Modus, worin die Drohne einige Meter nach vorne fliegt und wieder zurückfliegt. Dann den Bird-Eye-Modus, worin die Drohne bis zu 15 Meter senkrecht nach oben fliegt und natürlich auch wieder runterfliegt. Und es gibt den Custom-Modus, worin man über die App individuelle Einstellungen vornehmen kann. So kann man die Drohne zum Beispiel manuell steuern, sich von der Drohne fotografieren lassen oder sonstige Funktionen einbinden. Wenn man die Aufnahme beenden möchte, streckt man ganz einfach seine Hand aus. Die Drohne erkennt dies, landet sicher wieder zurück auf die Hand, schaltet sich automatisch ab und stoppt die Aufnahme. Wie ich finde, hat die Kamera mit maximal 2,7K 30 FPS sowohl eine gute Bildqualität als auch eine ordentliche Bildstabilisierung, womit man als Videomacher gut arbeiten kann. Der interne Speicher ist zwar nur auf 32 GB beschränkt, jedoch kann man die Videodateien über die App auf das Smartphone rüberziehen, sowie für neuen Speicherplatz auf der Drohne formatieren bzw. löschen. Die Drohne hat zwar kein Mikrofon, aber über die App kann man das Smartphone als Mikrofon nutzen. Und was ich sehr gut finde, die App rechnet die Drohnengeräusche, also die Propellergeräusche. Das rechnet das raus. Das ist gerade ein Aufnahmetest vom Handy aus. Ich bin ganz gespannt drauf, dass die Geräusche wegmacht. Das ist gerade ein Aufnahmetest vom Handy aus. Ich bin ganz gespannt drauf, ob das die Geräusche wegmacht. Wenn die Drohne gegen irgendwas gegenfliegen sollte, wird dieser durch das Plastik abgefedert, bricht das Programm ab und landet sanft und sicher auf dem Boden, sodass eigentlich nichts weiter passieren kann. Anschließend habe ich noch 3 Kritikpunkte. Und zwar, ich hätte gerne einen größeren Akku, weil der geht relativ schnell leer. Deswegen, ein größerer Akku wäre richtig gut. Dann würde ich mir auf jeden Fall so einen SD-Karten-Slot wünschen, damit man die Videodateien nicht jedes Mal aufs Handy rüberziehen muss, wenn man jetzt eine längere Tour macht. Und ich wünsche mir, dass das Ding UHD und 4K-Auflösung ebenfalls unterstützen tut. Wobei ich sagen muss, dass 2,7K 30 FPS für die meisten Fälle ausreichend tut. Ich hoffe, dass wenn eine mögliche Nachfolgeversion auf den Markt kommen sollte, dass genau diese Punkte in Angriff genommen werden. Aber trotzdem ist das eine richtig gute Selfie-Kamera mit einer tollen, intelligenten Technik drin, womit man auf jeden Fall richtig gut arbeiten kann und richtig gute Bilder hinbekommt. So, ich bin einmal rausgegangen, um euch den Modus nochmal genauer zu zeigen. Einmal den Hover-Modus. Ja genau, da bleibt er so stehen. Da kann man einmal so rumgehen. Die Kamera, die dreht sich mit. Jetzt kommt der Zoom-Out-Modus. Jetzt kommt der Follow-Modus. Genau, da folgt mir die Kamera. Also die selbstfliegende Kamera. Der Orbit-Modus. Der Bird-Eye-Modus, der fliegt hoch und dann wieder runter.
So, ich habe euch gerade die ganzen Modis gezeigt. Link zur Drohne ist unten in der Beschreibung. Bis zum 20.12. gibt es 20 Euro Rabatt, sowohl auf die Standardversion als auch in der Combo-Version. Wobei ich die Combo-Version aufgrund des kleinen Akkus mehr empfehlen würde, weil da ist sowohl eine Ladestation als auch ein extra Akku dabei. Schaut gerne bei der Produktseite vorbei und ich werde das Ding auf jeden Fall öfters auf Touren mitnehmen. Weil es ist so richtig geil, mehrere Perspektiven zu haben, wenn man so eine Tracking-Tour oder sowas durchführt. Oder so eine richtige Vollfettwanderung und so weiter. Genau, dafür ist das gut. Dafür ist das richtig gut geeignet. Und vor allem, weil das so leicht ist, das ist richtig geil. Deswegen schaut auf jeden Fall an der Produktseite vorbei. In dieser Playlist habe ich meine zuletzt durchgeführte längere Tracking-Tour als Videoserie dokumentiert. Schaut euch das unbedingt an, weil wir haben da die ganzen 18 Tage draußen geschlafen. Und draußen schlafen ist so richtig geil.